Ja, hallo. Jetzt sind wir hier in der Schillerhalle zum Lokalderby TSV gegen Athletik Nördlingen. Ich denke, ein spannendes Spiel. Ja, auf jeden Fall. Es hat sich die ganze Saison so abgezeichnet, dass es schwer wird. Wir haben in der Vorrunde zu Null gespielt, kein Spiel verloren, kein Spiel unentschieden gespielt. Es war gegen Athletik schon in der Vorrunde sehr knapp mit 9-7. Wir haben dann in der Rückrunde verletzungsbedingt ein paar Ausfälle gehabt und haben dann unter anderem gegen den TSV Wemding und gegen den VSC Donauwörth einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Und so ist die Meisterschaft wieder spannend geworden. Das sehen wir heute beim Showdown. Hier genau. Erster gegen Zweiter, TSV gegen Athletik. TSV, ganz klarer Favorit, aber wir wollen von den Punkten her, ja. Wir wollen heute das Spiel spannend machen und freuen uns auch, dass so viele Zuschauer da sind. Denn das ist ja normalerweise kein Spiel für Zuschauer, sondern eher für Insider. Umso schöner ist es natürlich auch für uns, wenn wir hier angefeuert werden und geklatscht. Wir haben jetzt zwei Doppel bisher, waren beides knappe Spiele. Mit dem guten Ausgang leider für den TSV Nördlingen. Aber schauen wir mal, was jetzt noch alles so drin ist. Ja, schau mal, besonders hier im Duell in Nördlingen, da ist mal was Spannendes passiert. Vielleicht kann man durch so Aktionen wie euer Video dann vor allem die Jugendlichen anregen, dass sie wieder mehr zum Tischtennis spielen kommen. Wäre vielleicht eine Idee. Ja. Und man sieht an unseren Köpfen, auch beim Tischtennis kann man schwitzen. Genau.